Yo Friends, was geht? Ich bin hier bei Auf ein Tee beim Fragenhagel und ich freue mich jetzt auf eure Fragen. Und Trissi auch. Ich freue mich auch, ja. Schieß los. Auf ein Becher! Auf jeden Gast, der kommt, also wirklich auf jeden Gast, der kommt, wir halten unsere Fühler immer weit offen gestreckt, ja, auch über die Webwelt hinaus. Was sagst du dazu, Tristan? Klingt gut. Ja, ne? Ja, Mann. Neues Format steht, oder was? Safe. So DSDS-mäßig bekommt Kevin ihr. Kevin kommt in die Credits. Komm, wir erzählen die Huhn-Story. Ich erzähle dir gleich nochmal hinter Kevin eine andere. Huhn-Story. Also ich habe mal einen Antrag gestellt auf einen Huhn. Ja, ihr hört richtig, ich wollte einen Huhn haben in meiner Zelle. Man dürfte zu dem Zeitpunkt auf der Abteilung, wo ich war, Vögel haben. Und ich habe das Huhn unter der Art der Vögel gesehen. Und leider wurde dieser Antrag verwehrt. Warum wolltest du dieses Huhn haben? Ja, wegen dem Ei. Inshallah, ich auf jeden Fall, inshallah. Ja. Wir haben uns kennengelernt, nachdem wir uns wieder kennengelernt, nachdem wir uns lange nicht gesehen haben. Wir haben uns kennengelernt oder wieder kennengelernt? Wieder kennengelernt. Wir haben uns wieder getroffen, ja. Aber wir haben uns lange nicht gesehen. Und ja, Charo hat zu dem Zeitpunkt Bodybuilding gemacht und wir haben auch ein paar Videos zu dem Thema gedreht und wir haben aber gemerkt, dass Bodybuilding ja schon sehr gut vertreten ist auf YouTube. Deswegen haben wir uns überlegt, eine andere Leidenschaft von Charo, auch von mir, ist das Kochen. Und so ist dann Beast Kitchen entstanden, ja. Lieblingsrezept, also ich koche alles sehr gerne. Mein Lieblingsessen wäre jetzt Pasta. Ich esse Pasta in verschiedene Varianten. Also ich könnte wirklich jeden Tag Pasta essen. Meine Familie hat mich schon immer unterstützt. Leider war die Art und Weise so vor dem Knast nicht korrekt oder nicht die richtige. Deswegen habe ich auch immer zugemacht. Aber meine Eltern standen immer hinter mir und meine Familie vor, während und nach dem Knast. Ich würde sagen, unsere Ehrlichkeit. Einfach, dass wir so sind, wie wir sind. Und wir uns, glaube ich, nicht verstellen. Oder wir verstellen uns nicht. Nee. Und aber auch harte Arbeit, Disziplin, ja. Kontinuität. Ja, Selbstreflexion. Genau, Disziplin erst in erster Linie. Abo Musiker. Also, das mache ich. Wir hatten auch eine lange Zeit einen Cutter, der hatte auch Musik rausgesucht teilweise. Aber dieser grundsätzliche Stil, dass wir diese entspannte Jazz-Hip-Hop-Musik haben, das ist, war von Anfang an so. Und ist, weil ich das persönlich einfach liebe, entspannt finde. Gladbeck ist meine Heimat. Gladbeck ist so mein Leben. Nee, hier hat alles begonnen und hier wird aber, glaube ich, alles enden bei mir mit Gladbeck. Auch wenn ich jetzt woanders bin auf der Welt, ja, also guck mal, ich komme auch so unabhängig jetzt so, egal wo ich immer auch gelebt habe, ich kam immer zwischenzeitlich hier hin und ich lasse genau diesen Ort hier auf mich wirken. So, hier, dieser Punkt so, genau hier, ne? Genau hier, ja. Man muss nämlich dazu sagen, hier in dem Haus hinter uns ist Charo aufgewachsen. Welches Fenster? Also linke Seite ganz oben. Linke das Seite. Kleine, ja, ja. Ja. Für mich ist Gladbeck Heimat, Familie, Jugend, Kindheit, all das eigentlich. Also, ja, nichts Besonderes, aber man hat halt eine emotionale Bindung hierzu. Klein und bescheiden. Klein und bescheiden, so. Das sind so Gladbecker, ne? Ja. Musik bedeutet für mich sehr viel. Also in jeder Lebenslage höre ich immer unterschiedliche Musik, ja. Wenn ich samstags am Putzen bin, läuft auch mal gerne Helene Fischer bei mir. Wenn ich abends am Kochen bin, Udo Lindenberg. Und wenn wir am Auto fahren, sind auch harten Deutschrap. Also Musik gehört zum Leben dazu. Ja, safe. Musik bedeutet für mich auf jeden Fall ja, auch irgendwie Karriere so, weil Musik hat mich schon immer natürlich irgendwie beeinflusst und letztendlich habe ich auch meinen ganzen Werdegang, der hatte immer was mit Musik zu tun. Ich selbst bin jetzt nicht krass musikalisch, aber ich habe Musiker fotografiert, wir haben uns am Ende über die Musik kennengelernt und deswegen, ja, ich glaube, der Mensch kann auch nicht ohne Musik so, das ist Balsam für die Seele, das ist Therapie, das ist alles in einem eigentlich, ja. In 20 Jahren sitzen wir hoffentlich an unserem Bauernhof. Unsere Kinder sind dann auch schon älter und vielleicht haben sie dann auch schon Kinder. Weiß man nicht, ne? Und wir sitzen da als so Grandpas irgendwo auf dem Bauernhof, auf einer Veranda in der Hollywood-Schaukel und lassen das Ganze auf uns wirken, was wir so aufgebaut haben. Ja, da so sehe ich uns. Ja, also wir haben da auf jeden Fall den gleichen Traum, wir teilen den Traum, deswegen brauche ich das jetzt nicht nochmal wiederholen. Das Einzige, was ich mir noch wünschen würde, wäre vielleicht ein Köftespieß auf dem Grill, während wir da sitzen. Ja, safe. Oder? Safe. Ja, Mann.
Ja, Friends, ich hoffe, die Antworten haben euch gefallen. Die Fragen waren auf jeden Fall mega cool von euch. Checkt das Format auf ein T ab. Lasst auf jeden Fall Liebe da. Ich sehe da sehr viel Potenzial drin. Und der Vito ist auch ein ganz lieber Junge. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf ein Becher!